Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind die großen Herausforderungen der heutigen Zeit, ganz besonders in der Forstwirtschaft. Gleich neben der Kuppel des Reichstags im Dachrestaurant Käfer diskutierten Experten und Branchenkenner, was Politik, Wirtschaft und Verbraucher für eine nachhaltige Forstwirtschaft tun können. Für den Verbraucher werden Umweltzertifikate immer wichtiger. Das Label für nachhaltige Forstwirtschaft ist seit 20 Jahren das FSC-Siegel. Der Forest Stewardship Council steht für umweltgerechte, sozial förderliche und wirtschaftlich rentable Bewirtschaftung der Wälder und das weltweit. Umweltverbände wie der WWF empfehlen daher den FSC. FSC gilt international derzeit als das anspruchsvollste Zertifikat für den Wald. Und deswegen ist unsere Empfehlung an die Waldbesitzer, sich FSC zertifizieren zu lassen, aber auch an Konsumenten, sich beim Kauf von Holz- und Papierprodukten am FSC-Zertifikat zu orientieren. 50% der Wälder weltweit sind in den letzten 50 Jahren verschwunden. Jedes Jahr werden 13 Millionen Hektar gerodet, eine Fläche so groß wie Griechenland. Alarmierende Zahlen, nicht nur für die zahlreichen Teilnehmer der Tagung. Der FSC fordert deshalb eine stärkere Unterstützung für das Label seitens der Politik und damit ein klares Bekenntnis für den Klimaschutz. Meine Kernforderungen sind, dass die Politik uns wahrnimmt als was Besonderes, als Vorreiter und uns da deswegen auch ins Zentrum stellt von Kommunikation durch die Politik, ins Zentrum stellt bei der Beschaffung, zum Beispiel öffentliche Beschaffung oder öffentliche Förderung von FSC-Holzbauprojekten und ins Zentrum stellt bei Fördertatbeständen für Waldbetriebe, die das tun. Es besteht Handlungsbedarf, wie bei der Diskussionsrunde zum Abschluss deutlich wurde. Die umweltpolitische Sprecherin der CDU, Marie-Louise Dött, hat dabei vor allem den Verbraucher im Blick. Ich glaube, in erster Linie gibt es Handlungsbedarf, weil wir einfach viel zu viele Labels haben und die Verbraucher das gar nicht mehr sortieren können, was für was steht. Wenn man besonderen Wert darauf legt, dass man in einem Zieldreieck von Ökologie, Ökonomie und Soziales ein Labeling haben will, was gleichzeitig auch noch pro Wald ist, wo wir Klimaziele mit erreichen können, denn das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor weltweit, dann ist FSC eigentlich beispielgebend. Eine Branche setzt sich besonders konsequent für die Ziele des FSC ein. Die Hersteller von Getränkekartons wollen bis 2018 weltweit sicherstellen, dass nur noch Holz bekannter Herkunft in ihren Produkten verarbeitet wird. Bereits heute tragen 60% aller Getränkekartons in Deutschland das Label des FSC. Unsere Branche lebt vom Wald, von den nachwachsenden Rohstoffen. Unser Produkt besteht eben aus nachwachsenden Rohstoffen. Und wir sägen nicht an dem Ast, auf dem wir selber sitzen, sondern wir versuchen, diesen Ast zu pflegen und ihn zum Wachsen und zum Gedeihen zu bringen, damit wir in 30.000 Jahren auch noch unseren Getränkekarton herstellen können. Seit 20 Jahren kämpft der FSC schon für eine faire Forstwirtschaft. Über 187 Millionen Hektar Waldfläche konnten bislang FSC-zertifiziert werden. Immer mehr Partner unterstützen die Organisation. Also auf der einen Seite bin ich natürlich sehr froh über die Entwicklung, die wir auf dem freiwilligen Sektor weitgehend mit der Industrie und dem Handel absolviert haben. Auf der anderen Seite bin ich ein Stück weit auch frustriert, wo wir erst angekommen sind. Ich glaube, dass unser Thema so groß ist, dass es eigentlich jeden angehen müsste. Und deswegen ist 30% gestützte Bekanntheit einfach viel zu wenig. Und das Ziel ergibt sich da ganz klar. Wir brauchen Helfer, die uns helfen zu kommunizieren, wofür das steht und die uns helfen, das zu treiben. Die Herausforderungen für die Zukunft wurden beim Event in Berlin eindeutig klar. Nachhaltigkeit braucht viele Partner aus Politik und Wirtschaft. Die offenen Diskussionen über den Dächern der Hauptstadt waren ein wertvoller Schritt auf dem Weg zu einer weltweit nachhaltigen Forstwirtschaft und damit zum Schutz des Planeten.